Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age und mit diesen Elektromotoren sollte ich alles haben, um ein Raketensilo bauen zu können und dann werden wir sehen, was brauchen wir, um eine Rakete starten zu können. Ein anderes Projekt, das ich letztes Mal angekündigt habe, ist hier bei unserer Ölverarbeitung. Da müssen wir etwas ins Wasser rausbauen, damit wir da etwas mehr rausbekommen. Und zu diesem Zweck habe ich hier hinten mal ein kleines Steinfeld angezapft, das uns etwas Landaufschüttung produziert. Aber wo ist das Silo? Wir brauchen blaue Schaltkreise. Die haben wir. Leichtbauteile. Das wissen wir, wie wir das hinbekommen. Und Raketenbrennstoff wissen wir grundsätzlich auch. Aber ich denke, dafür müssen wir eben erstmal die Ölverarbeitung ausbauen. Und wir haben zwei neue Tipps. Das eine sind die Hochbahnen. Okay, mit G können wir die Höhe ändern. Gut zu wissen. Soviel ich gesehen habe, sind die Rampen nicht ganz billig. Sobald wir auf der Höhe sind, wird es etwas günstiger. Und dann haben wir hier... Da geht es dann Richtung Weltraum. Wo wir das Ganze auf eine Plattform hochschießen und das dann ergänzen. Und da müssen wir effektiv dann mal schauen, wie funktioniert das. Aber ich denke, das erforschen wir am lebenden Beispiel. Und bis es soweit ist, wo wollen wir die Plattform platzieren? Vielleicht hier unten? Nein. Wir brauchen die blauen Schaltkreise. Und dann hier auf dieser Seite brauchen wir Raketenbrennstoff und Leichtbauteile. Das heißt, wird wahrscheinlich irgendwo da unten sein. Und dann müssen wir schauen, wie kriegen wir den Output. Denn ich gehe davon aus, dass wir die Wissenschaftspakete für Weltraumforschung da rausbekommen. Wie bekommen wir die da hoch zu unserer Forschung? Aber zuerst werde ich mich mal da um unsere Chemieverarbeitung kümmern, dass wir da den nötigen Output haben, damit wir dann auch Raketen bauen können. Die Chemieverarbeitung oder die Petrolverarbeitung ist nun fertiggestellt im richtigen Verhältnis, auch wenn wir noch nicht alle Details ganz so haben, wie sie sein müssen. Nämlich haben wir hier noch einen zusätzlichen Tank mit Schmiermittel. Da warten wir einfach, bis wir das aufgebraucht haben und dann können wir das dann auch erledigen. Hier die Umwandlung von Leichtöl in Petroleumgas findet nur statt,
wenn wir hier auch 10.000 oder mehr drin haben, was wir noch nicht ganz haben. Und für das Leichtöl haben wir hier nun auch eine Leitung gelegt, so dass wir Leichtöl dazu verwenden können, um da unser unseren Raketentreibstoff zu produzieren. Und das ist ein zweiteiliger Prozess. Wir brauchen zuerst den Festbrennstoff und dann brauchen wir hier die Raketen, den Raketentreibstoff, den wir auch wieder mit Leichtöl machen. Das heißt, wenn wir das Ganze so anordnen, dann haben wir ein besseres Setup. Und wenn wir das jetzt noch so verschieben, und das Ganze so rum machen, dann haben wir immer noch das Problem, wie bekommen wir das Teil da raus? Was ist, wenn wir das so machen? Nicht ganz so schick, aber ich denke hier, da brauchen wir für den Festbrennstoff, das hat eine Herstelldauer von einer Sekunde. Und der Raketentreibstoff, da brauchen wir 10 Festbrennstoff dafür. Herstelldauer von 15 Sekunden, das heißt pro Festbrennstoff sind das 1,5 Sekunden. Da wir aber hier eine Montagemaschine 3 haben, die hat 1,25 Herstelltempo, also in etwa gleicht sich das aus. Wenn wir das hingegen so machen, das Ganze etwas weiter auseinander, hier den Festbrennstoff, dann kommt das recht schön hin und wir können das einfach dann mal hier platzieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. So, machen wir das. Und dann Output, 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 Output. Da fehlt eine Chemiefabrik und wenn ich das hier so mache, die ganz bewusst nicht ganz mit ran nehme, weil dann können wir hier noch mit Beacons arbeiten. Dann wir nur noch den Strom dazu. Ein Untergrundrohr fehlt mir. Und
hier wollen wir das Ganze schön auf das Band verteilen. Und das war's mit dem Raketentreibstoff. Und wenn wir hier dann auch wieder etwas Abstand lassen. Wie lange brauchen wir für ein Leichtbauteil? 15 Sekunden, das heißt, hier wollen wir eigentlich auch wieder 15 Maschinen dran haben. Und hier. Haben wir hier einmal Eingang, das ist für das Kupfer. Und dann haben wir hier den Ausgang. Das ist dann der Großteil. Hier wieder das. Da brauchen wir Kupfer und Stahl. Nicht Kupfer und Stahl. Kunststoff und Stahl. Und hier brauchen wir Kupfer. Wunderbar. Dann baue ich das hier noch fertig und dann können wir hoffentlich bald schon sehen, was es da mit der Rakete auf sich hat. Die Grundelemente für unsere Rakete bzw. für die Raketenbauteile haben wir beisammen. Aber wie wir hier von diesem Interface sehen, haben wir hier etwas mehr Möglichkeiten als eine herkömmliche Rakete. Wir können Fracht liefern, wir können eine Raumplattform erstellen oder wir können uns selbst ins All schicken. Wenn wir die Forschung anschauen, da haben wir ein paar Dinge, die sich hinter den nächsten Raumforschungen verstecken, insbesondere hier die Wissenschaftspakete. Aber zuerst müssen wir hier das hier abarbeiten. Und dafür brauchen wir ein Grundgerüst für eine Weltraumplattform, welche wir hochschicken. Und dann müssen wir hier einen Asteroidensammler bauen. Ich gehe davon aus, der Asteroidensammler, das ist ein Teil, den wir hier mitbekommen. Und ich bin mir nicht sicher, müssen wir den oben auf der Plattform bauen oder können wir den hier unten bauen und hochschicken. Aber so wie es aussieht, werden wir hier einiges an Fundamenten für die Raumplattform benötigen, aus Stahl- und Kupferkabel und dann ein Grundgerüst
für die Raumplattform. Davon brauchen wir wahrscheinlich nicht gar so viel, denn ich gehe davon aus, für eine Raumplattform genügt ein Grundgerüst. Und dann wahrscheinlich ein Frachtlandeplatz, damit wir Raketen hochschießen können. Ich denke, für die Raumplattform, da werden wir eine Fabrik bauen. Und weil wir das Ganze hier unten bei der Rakete brauchen, denke ich, machen wir das mal so. Kupferkabel hier oben und dann hier unten die Raumplattformen. Und wenn ich die noch bestätige, dann funktioniert das auch. So. Machen wir das mal nicht direkt in die Rakete rein. So. Dann hier oben müssen wir Kupfer anschließen. Das nehmen wir mal von hier. Und dann brauchen wir hier unten Stahl. Und sobald wir hier dann einige beisammen haben, kann ich mir das Grundgerüst wie auch den Frachtlandeplatz von Hand bauen. Und ich hoffe, den können wir dann hier in der Rakete verstauen. Und wenn wir das jetzt so machen, da brauchen wir sowas. Aber wenn wir das hier mit einem Unschranwerk versehen, dann bekommen wir alles hier hin. Ja, und da bauen wir schon sehr schön unsere Rakete. Und ich glaube, wir brauchen 10 Bauteile für eine Rakete, nicht wie bisher 100. Sind jedenfalls deutlich weniger und die einzelnen Schritte sind auch günstiger, durch dass wir keine Raketensteuereinheiten brauchen, sondern nur blaue Schaltkreise. Offenbar ist es hier möglich, quasi 2 Raketen gleichzeitig zu bauen. Und in der ersten habe ich mal einen Frachtlandeplatz. Und jetzt noch ein Grundgerüst. Okay. Ich kann nicht beides hochschicken, aber anscheinend gibt es eine Maximallast von 1 Tonne. Aber dann schicken wir doch mal hier das Grundgerüst hoch. Okay. Und das ist im Orbit von Navis. Sehr schön. Und da hebt die Rakete ab.
dann können wir hier den Raketenlandeplatz hochschicken. Und hier schauen wir mal, was ist denn der neueste Tipp? Orbitale Logistik. Okay, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Wenn ihr aber hier jetzt das anschauen, sehen wir, da haben wir eine Raketenplattform. Und wir könnten das sogar automatisieren. Okay. Wenn wir jetzt hier das Ganze etwas erweitern. Und da mal diesen Teil hochschicken. Okay, das müsste dann irgendwann mal ankommen. Okay, 50, das ist eine Tonne. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was mit unserer letzten Rakete geschehen ist. Aber hier haben wir schon die nächste am Start. Ab. Okay, Rakete angekommen. Und das Ganze wird erweitert. Ich denke, da müssen wir ein bisschen erweitern und dann müssen wir hier auch noch irgendwo einen, genau, den Frachtlandeplatz haben wir. Den müssen wir auch irgendwo platzieren. Ah, das ist schon ein Frachtlandeplatz. Sehr schön. Das hier so machen. Dann denke ich, ich werde hier ein paar Raketen nach oben schicken, bis wir eine schöne Plattform haben. Denn wir haben nun das Ding erforscht und das nächste Teil
Ah, das ist dann ein, genau, ein Frachtraum, ein Asteroidensammler, ein zerkleinerer. Den brauchen wir. Dafür brauche ich ein paar Motoren, Leichtbauteile. Den Rest habe ich. Und den werde ich auch noch nach oben schicken. Und dann sind wir hoffentlich startbereit für was immer auch der Weltraum für uns bereithält. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet auch das nächste Mal wieder zu bei Factorio mit Space Age. Bis dann und tschüss!